Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Hätte man im 19. Jahrhundert eine Umfrage unter den sogenannten gebildeten Ständen gemacht, welches der beiden Werke, Ilias und Odyssee, das literarisch gelungenere, also das wertvolle ist, es hätte kein Zweifel bestanden. Alle, die man gefragt hätte, hätten natürlich gesagt, selbstverständlich die Ilias. An der Odyssee ist herumkritisiert worden. Die Odyssee, das kam vielen dieser Homer-Forscher, kam das als ein zusammengestückeltes Werk vor. Man hat gesagt, das hat nicht derselbe Homer geschrieben, der die Ilias geschrieben hat. Man hat gesagt, das hat überhaupt nicht, auch nicht ein anderer, ein Schüler geschrieben. Manche kamen zu der Auffassung, da waren insgesamt bis zu 18 verschiedenen Autoren dran. Es ging sogar so weit, dass man der Odyssee die literarische Qualität überhaupt abgesprochen hat. Heute sehen wir das ganz anders. Wenn man heute abwägt, zumindest die Frage, was sagt uns mehr, Ilias oder Odyssee, ist natürlich ganz klar, dass die Odyssee uns mehr sagt. Wir können mit einer Geschichte, wo im Zentrum eine verletzte Ehre steht, nicht so viel anfangen. Aber wenn wir sagen, ein Mann führt Krieg, will nach Hause zu seiner Frau und zu seinem Sohn, ein Migrantenschicksal, er wird über die Erde geweht, dann haben wir großes Verständnis, dann können wir uns darin erkennen. Das ist die Geschichte des Odysseus. Und die Odyssee, würde ich sagen, ist der erste Roman. Sie ist so raffiniert gebaut, was nämlich den Gebildeten im 19. Jahrhundert gerade ein Beleg dafür war, dass es zusammengestückelt ist, das kommt uns heute als besondere Raffinesse vor. Die Odyssee besteht aus 24 Teilen, es ist in 24 Teilen eingeteilt worden und ein Sechstel davon, das erste Sechstel, vier Teile, spielt zu Hause in Ithaka und dort kommt der titelführende Held gar nicht vor, da ist Odysseus gar nicht da, sondern wir sehen als Held der ersten vier Kapitel Telemach, den Sohn des Odysseus. Er ist inzwischen 20 Jahre alt geworden. 10 Jahre hat der Krieg vor Troja gedauert und weitere 10 Jahre ist sein Vater verschollen. Alles dreht sich um diesen Vater, um Odysseus. Es ist gar nicht notwendig, am Anfang ihn als Person einzuführen. Im Gegenteil, er ist noch viel schwergewichtiger da, wenn er eben nicht da ist. Und wie sieht es aus am Hof des Odysseus in Ithaka? Da ist nun mal seine Gattin, die Gattin des Odysseus, Penelope, immer noch eine schöne, sehr schöne Frau, um die 40. Und sie wartet auf ihren Mann, obwohl alle sagen, was wartest du denn? Alle sind zurückgekehrt oder sie sind unterwegs gestorben, was wir wissen. Es wird deinem Mann nicht anders ergangen sein. Warte nicht mehr, nimm dir einen neuen Mann. Und das hat sich auch herumgesprochen. Der ganze Hof des Odysseus ist voll mit Freiern, die sich um die Hand der Penelope bewerben, die halt König werden wollen in Ithaka. Aber Penelope wartet, aber sie schickt die Freier nicht fort. Das sagen die Freier selbst. Antinoos, einer der Anführer der Freier, sagt, wenn du willst, dass wir gehen, brauchst du es nur zu sagen, dann gehen wir. Aber sie sagt es nicht. Warum nicht? Es ist verständlich. Sie will sich diese Option nicht vor vornherein verschließen. Es kann ja sein, dass sie eines Tages Nachricht von ihrem Mann Odysseus bekommt oder über ihn, dass er nicht mehr lebt und dann will sie nicht allein dastehen. Das kränkt den Telemach. Das versteht er nicht. Er, für ihn ist sein Vater Odysseus ein unberührbarer, gottgleicher Held. Dass sie sich diese Option offen lässt, dass sie einen dieser Freier haben will, das verletzt ihn. Das will er nicht. Er wartet auch auf seinen Vater. Und eines Tages kommt sein Lehrer, Mentor zu ihm und dieser Mentor ist an diesem Tag verändert. Es ist nämlich etwas mit ihm passiert, etwas Entsetzliches, Unvorstellbares. Es ist nämlich in den Mentor hinein mit aller Gewalt, Rohheit und Brutalität eine Gottheit gefahren und nicht irgendeine Gottheit, sondern Pallas Athene und aus seinem Mund spricht Pallas Athene. Sie hat den Mentor nicht gefragt, ob sie das darf. Und Pallas Athene sagt zu Telemach, mach dich auf den Weg, such deinen Vater. Such ihn. Geh nach Pylos, zu Nestor. Er wird vielleicht etwas wissen. Und Telemach macht sich auf den Weg.
nach Pylos. Jetzt müssen wir aber noch wissen, dass sich während Telemach weg ist, eine Verschwörung gegen ihn breitmacht in Ithaka. Man will ihm aus dem Weg räumen. Man merkt, dieser junge Mann, der wird gefährlich. Ein Mordkomplott wird geschmiedet gegen ihn. Und wir wissen, Telemach, sei vorsichtig, wenn du nach Hause kommst. Er kommt zum Hof des Nestor in Pylos. Nestor weiß nicht, wo Odysseus ist, schickt ihn weiter nach Lakedaimon an den Hof des Menelaos. Der hat sich wieder versöhnt, der Menelaos mit der Helena. Da redet alles Mögliche, hauptsächlich über sich, nur über sich. Aber auch er weiß nicht. Er weiß auch nicht, wo Odysseus ist. Und Telemach bleibt nichts anderes übrig, als sich wieder auf den Heimweg zu machen. Wir haben die Sorge im Herzen, pass auf, da warten die Freier, die haben einen Mordkomplott gegen dich geschmiedet. Und hier verlässt Homer ganz geschickt diesen Handlungsstrang und springt in einen anderen. Wir sind plötzlich in Ogygia. Ogygia ist eine wunderschöne Insel. Dort lebt Kalypso. Und bei Kalypso lebt Odysseus. Es ist ganz witzig, sich diese 10 Jahre Irrfahrt einmal anzuschauen. Also 10 Jahre war er im Krieg, dann 10 Jahre Irrfahrt. Woraus besteht diese Irrfahrt? Er war insgesamt knapp 8 Jahre war er bei Kalypso, 7 Jahre und ungefähr 1,5 Jahre war er bei Kirke. Das heißt, diese 10 Jahre Irrfahrt besteht im großen Teil, sagen wir, aus 9 Jahren, dass er bei Frauen war. Und 1 Jahr hat er den Irrfahrt gemacht. Das heißt, dieser Odysseus, der hat eine Obsession, was Frauen betrifft. Er kommt nicht los. Er kommt auch nicht los von dieser wunderschönen Kalypso, obwohl er jeden Tag zum Strand geht und weint und nach Ithaka die Himmelsrichtung schaut, vor Sehnsucht nach seiner Frau Penelope und seinem Sohn. Aber er ist in einer Art sexuellen Hörigkeit mit dieser Kalypso verbunden. Aber dann mit Hilfe der Pallas Athene gelingt es ihm dann doch, Kalypso zu verlassen. Er baut sich ein Floß und macht sich auf den Heimweg. Aber das Floß kentert und er wird ins Meer geworfen und er wird an Land gespült in Scheria, der Insel der Phäaken. Dort kommt er an, nackt, nichts hat er mehr. Er wird gefunden von der Tochter des Königs von Nausikaa. Sie verliebt sich in Odysseus, nimmt diesen fremden Mann mit an den Hof. Es wird ihm ein schönes Mahl bereitet, ein Sänger kommt und singt und dieser Sänger, der singt über die Heldentaten vor Troja. Niemand weiß, wer dieser Fremdling ist und der Sänger besingt auch Odysseus und da beginnt Odysseus zu weinen. Und Alkinoos, der König der Phäaken, fragt ihn, was ist mit dir? Jetzt hast du gegessen, getrunken, jetzt kannst du uns sagen, wer du bist. Und unter Tränen sagt Odysseus, ich bin der, von dem der Sänger gesungen hat. Diese elendeste aller Kreaturen, der nicht weiß, wo er hingehört, der sich hin und her gerissen fühlt zwischen Frauen, zwischen nach Hause und nicht nach Hause können. Ich bin der ärmste Mann auf dieser Erde. Und der König und die Königin haben Erbarmen mit Odysseus und sagen, erzähl uns deine Geschichte. Was hast du erlebt? Was ist dir zugestoßen? Und nun beginnt Odysseus zu erzählen. Und das ist so raffiniert, wie das Homer macht. Nun, da Odysseus diese ungeheuren Geschichten seiner Irrfahrten, seiner Abenteuer erzählt, wechselt Homer in die Ich-Form. Das lässt er den Odysseus selbst erzählen, weil es kann ja immerhin sein, dass Odysseus lügt. Odysseus ist ein fast pathologischer Lügner. Und in einer Binnengeschichte am Hof der Phäaken kommen all diese Abenteuer des Odysseus zu Wort. Er beschreibt, wie er von Troja weggezogen ist. Und dann all diese Abenteuer, Sie kennen das, diese Abenteuer, dass er bei den Sirenen vorbeigefahren ist zum Beispiel. Die Sirenen, das sind so Wesen, die ungeheuer schön singen können. Das schönste Gesang, den man sich vorstellen kann. Kein Seemann kann diesem Gesang widerstehen. Jeder fährt hin, weil er diese Sirenen sehen will. Aber die Sirenen sind in Wirklichkeit menschenfressende Bestien. Und das Ufer ihres Landes ist bedeckt mit Menschenknochen, aber dennoch kann niemand diesem Gesang widerstehen. Odysseus will sie aber hören. Er befiehlt seiner Mannschaft, Wachs ins Ohr zu stecken, aber ihn sollen sie an den Mast binden, ohne Wachs im Ohr. Er will es hören, diesen Gesang, aber ohne Gefahr. Oder diese andere Geschichte, er ist
Die berühmteste vielleicht mit Polyphem, diesem Riesen, der nur ein Auge hat, den sie überlisten wollen, dem sie seine Sachen stehlen wollen, der sie aber gefangen nimmt in seiner Höhle, einen großen Stein vor den Eingang schiebt und der jeden Tag einen der Gefährten auffrisst. Und wiederum mit List des Odysseus kommen sie frei. Odysseus macht den Polyphem betrunken, er gibt ihm Wein, und zwar unvermischten Wein zu trinken, und dann stechen sie ihm sein Auge aus und sie können fliehen. Das erzählt er. Oder die Geschichte, dass er bei der Zauberin Kirke ist, die seine Gefährten in Schweine verzaubert hat. 1,5 Jahre ist er dort. Es heißt, das erzählt Homer nicht, aber anderweitig erfahren wir, dass er habe einen Sohn gehabt mit Kirke sogar, Telegonos. Diese Geschichte erzählt er, und dann vor allen Dingen diese unheimliche Geschichte, wie er zur Pforte der Unterwelt kommt und wie er in die Unterwelt eintritt, ein paar Schritte, Odysseus. Und dort begegnet er zum Beispiel dem Achill, der schon tot ist, und er fragt ihn, wie ist es in der Unterwelt? Und Achill sagt zu ihm, hör zu, ich möchte lieber der ärmste Knecht sein, beim ärmsten Bauern und das steinigste Feld pflügen, als der König der Schatten zu sein. Es ist so unsäglich langweilig hier, sagt der Achill. Odysseus, sagt er zu ihm, wenn es für dich eine Möglichkeit gibt, dieser Unterwelt zu entgehen, dann nimm sie wahr, tu das. Ja, und tatsächlich hat Odysseus eine Möglichkeit, nicht zu sterben. Irgendwann kommt ein großer Sturm auf, alle Gefährten werden über Bord gespült, sterben, Odysseus bleibt übrig, wird an den Strand von Ogygia gespült, erzählt er den Phäaken, und dort wird er von Kalypso aufgenommen, dieser Nymphe, die ihn sehr liebt. Und sie liebt ihn so sehr, dass sie ihm ein Versprechen macht. Sie sagt, wenn du bei mir bleibst, dann sollst du ewig leben und ewig jung sein. Das verspreche ich dir. Und der Odysseus, der weiß ja inzwischen, weil er in der Unterwelt war, was auf ihn zukommt, wenn er stirbt. Und er weiß, wie furchtbar diese Achill hat es ihm erzählt. Aber dennoch, seine Sehnsucht nach seiner Frau Penelope und seinem Kind Telemach ist so groß, dass er dafür auf das ewige Leben verzichtet und schließlich nach 7 Jahren immerhin ein Floß baut. Das alles erzählt er den Phäaken. Und die Phäaken sagen, wir werden dir helfen. Sie geben ihm ein Schiff, das den Weg von allein findet, und er landet auf Ithaka als ein alter, zerlumpter Fremdling. Und dort trifft er auf seinen Sohn, und es gibt kein Wiedersehen, weil Telemach hatte seinen Vater nie gesehen, ein Treffen zwischen Vater und Sohn. Und in diesem Treffen zeigt sich die Genialität, die Größe des Autors, des Dichters Homer. Ein zweitklassiger Dichter hätte das wahrscheinlich mit sehr großem Pathos, mit großer Sentimentalität beschrieben. Endlich Vater und Sohn zusammen, umarmen sich, fallen in die Arme. Nicht Homer. Das Treffen ist sehr, sehr nüchtern. Plötzlich sieht Telemach die Realisierung seines Traums vor sich. Das ist ernüchternd. Und plötzlich sieht Odysseus die Realisierung seiner Sehnsucht vor sich. Das ist ebenfalls ernüchternd. Aber die beiden, Vater und Sohn, haben sich getroffen. Und sie machen sich auf den Heimweg. Und nun beginnt leider wieder ein großes Schlachten. Odysseus gemeinsam mit seinem Vater Laertes und seinem Sohn Telemach vertreibt die Freier vom Hof. Und es kommt zum berührenden Wiedersehen zwischen Odysseus und Penelope. Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Also nochmal. Odysseus. Folgen wir dem Homer, so erfahren wir, dass Odysseus nur einen Sohn hatte, nämlich den Telemach. Der Telemach, von dem uns Homer so rührend erzählt, der seinen Vater sucht in der Welt, und Odysseus liebt seinen Sohn und Homer liebt den Odysseus, und er wollte die ohnehin schon komplizierte Geschichte nicht noch mehr verkomplizieren. Deshalb bei Homer nur ein Sohn des Odysseus, Telemach. Aber wenn wir andere Quellen heranziehen, dann erfahren wir, dass Odysseus natürlich auch noch andere Söhne hatte, nämlich eine ganze Menge andere Söhne, sage ich jetzt mal. Und da müssen wir zurückgehen und nochmals uns diese Irrfahrten des Odysseus näher anschauen. Ich habe immer geglaubt, diese Irrfahrten, die sind alle
zur Gänze erstunken und erlogen. Da hat der Odysseus irgendetwas zusammen erfunden, aber ganz so ist es offensichtlich doch nicht. Nicht alles ist erlogen. Als der Odysseus zusammen mit seinen Freunden, seinen Kollegen bei diesen menschenfressenden Riesen, ich muss jetzt gerade schauen, wie die heißen, Laistrygonen, ich bin nämlich ein bisschen, ich sage dann manchmal Laistrogynen, aber sie sind die Laistrygonen, also bei denen war und von denen weggekommen ist, dezimiert, heftig dezimiert, landete er auf der Insel Aiaia, nämlich bei der Zauberin Kirke. Diese Kirke ist eine gefährliche Figur, eine der gefährlichsten Frauenfiguren in der Antike. Sie ist eine große Zauberin. Sie ist eine Tochter des Sonnengottes Helios. Sie ist eine Schwester von König Aietes, dieser grausame König, von dem ich bereits erzählt habe, der Vater der Medea. Und sie ist eine Schwester der Pasiphae, von ihr habe ich auch schon erzählt. Sie ist die Königin von Kreta. Sie war die Frau des Minos, die sich so unsterblich in einen Stier verliebt hat, dass sie den Daedalus gebeten hat, ihr eine hölzerne Kuh zu bauen. Und Kirke lebt allein auf ihrer Insel. Sie ist eine ungeduldige, eine sehr herrschsüchtige Person. Wenn sie sich in jemanden verliebt, dann kann sie sich nicht vorstellen, dass sich derjenige nicht in sie verliebt. Es gibt diese Geschichte des Glaukos. Sie hat sich in den Glaukos verliebt, der selber wiederum verliebt war in die Skylla. Und um diese Nebenbuhlerin aus dem Weg zu schaffen, hat die Kirke die Skylla in ein grausiges Ungeheuer verwandelt und dieses Ungeheuer irgendwo auf eine Klippe gesetzt, ihr gegenüber ein anderes Ungeheuer, die Charybdis. Auch davon erzählt uns die Odyssee. Also mit der Kirke ist schlecht Kirschen essen. Odysseus bleibt auf dem Schiff, schickt seine Kameraden vor, sie sollen die Insel erkunden. Sie betreten das Haus der Kirke und werden von Kirke sofort in Schweine verwandelt, bis auf einen, der findet den Weg zurück, warnt den Odysseus. Er soll fliehen, aber Odysseus ist sehr neugierig, er will wissen, was dort los ist. Außerdem hilft ihm der Gott Hermes, er gibt ihm nämlich ein Kraut. Dieses Kraut heißt Moly, davon erzählt uns auch der Homer. Und dieses Kraut beschützt den Menschen, dass er verzaubert wird, dass aus ihm etwas anderes gemacht wird, als er ist. Ich kann mich erinnern, in diesen drogenfröhlichen 70er Jahren, da ist immer dann darüber diskutiert worden, was ist das für ein Kraut, dieses Moly? Ich meine, das ist eine tolle Droge, wo man selber so autark nachher ist, dass niemand aus dir etwas anderes machen kann. Man ist nicht draufgekommen, was das für ein Kraut ist. Jedenfalls ist Odysseus mit diesem Kraut Moly geschützt vor der Kirke und er tritt vor sie hin und sagt, verwandle meine Freunde zurück in Menschen. Und als sie diesen tapferen Mann da vor sich sieht, da wird ihr Herz weich und die Kirke verliebt sich in den Odysseus. Und auch, ja, auch der Odysseus, ich habe schon erzählt, er ist jemand, der weiß, was Liebe ist. Auch dieser Odysseus verliebt sich in die Kirke verwandelt die Freunde zurück in Menschen und Odysseus bleibt ein Jahr lang bei der Kirke und er ist ihr Geliebter und diese Kirke wird schwanger von Odysseus und sie bringt einen Sohn zur Welt, aber erst als Odysseus schon wieder abgereist ist und sie nennt diesen Sohn Telegonos. Also noch ein Sohn. Dann allerdings ist Odysseus 8 Jahre bei Kalypso. Kalypso heißt die Verborgene und auch sie heißt es, bringt Söhne zur Welt, dem Odysseus. Da weiß er es sogar. Manche sagen 2 Söhne, manche sagen sogar 6 Söhne. Kalypso, die Verbergerin, sie verbirgt diese Söhne vor der Welt. Wir wissen die Namen dieser Söhne nicht. Aber wir wissen, auch hier hat Odysseus für Nachwuchs gesorgt. Und dann eine andere Geschichte. Er kommt ja in die Unterwelt, ich habe es erzählt. Und er spricht dort mit dem Seher Teiresias, der inzwischen gestorben ist, dieser blinde Seher, der in der Unterwelt wohnt. In der Unterwelt hat er wieder gesehen, aber er hat dann den Gott der Unterwelt, den Hades, gebeten, ihm doch wieder seine Blindheit zurückzugeben. Er war lieber blind in der Unterwelt als sehend. Und Odysseus fragt den Teiresias, nun schon müde, sag mir,
Wie wird meine Zukunft sein? Was muss ich tun, um Ruhe zu finden, wenigstens im Alter Ruhe zu finden? Und der Theresias sagt es ihm. Er sagt, wenn du wieder zu Hause sein wirst, es wird lange dauern, dann nimm ein Ruder, ein großes Ruder, und geh mit diesem Ruder in das Festland, so weit, bis dir jemand entgegentritt und dich fragt, was ist das? Also jemand, der nicht weiß, was ein Ruder ist. So lange gehst du. Das nimmt sich der Odysseus auch vor, weil er will einen ruhigen Lebensabend haben. Jedenfalls in der Zeit, wo er sich da auf der Irrfahrten bewegt, da geht ja alles so durcheinander, da will er nur Ruhe haben. Und als er dann zu Hause ist, bei seiner Penelope, als das bürgerliche Leben wieder beginnen könnte, Gattin, ein Sohn, Telemachos, da juckt es ihnen dann doch und er erzählt der Penelope davon, dass er in der Unterwelt war und dass der Teiresias ihm das gesagt hat. Und wir können wieder glauben, vielleicht lügt er schon wieder, vielleicht hält es ihn zu Hause nicht. Vielleicht will er nur einen Grund seiner Frau sagen, warum er wieder unterwegs sein will, warum er wieder fort will von zu Hause. Er sagt zu Penelope, ich will da bleiben, ich will nichts anderes als ein bürgerliches Leben führen mit dir und meinem Sohn Telemach. Aber weißt du, eben dieser Teiresias, das ist nun ein großer Seher und er hat immer recht. Und er hat mir gesagt, ich soll ein Ruder nehmen und ich soll in das Festland gehen. Und erst wenn mich einer fragt, was ist das, dann soll ich das Ruder abstellen. Und wenn ich das getan habe, kann ich nach Hause kommen in Ruhe. Und dann werden wir einen ruhigen Lebensabend verbringen. Ich weiß nicht, wie die Penelope diese Geschichte aufgenommen hat. Sie wird wohl gewusst haben, was sie in Odysseus hat und sie wird wohl gewusst haben, dass er die Ruhe zu Hause nicht aushält. Und sie hat gesagt, naja gut, wenn Teiresias, der große Seher, das gesagt hat, dann mach dich auf den Weg. Ich werde auf dich warten. Ich werde auf dich immer warten, wie ich schon vor 20 Jahren gewartet habe. Und Odysseus macht sich auf den Weg, ein Ruder auf den Schultern. Und er geht hinein in das Land, ganz weit geht er hinein, bis plötzlich einer ihm entgegentritt und sagt, was ist das da? Was hast du da für eine merkwürdige Schaufel auf deinem Rücken? Was ist das für ein Gerät? Und er sagt, das ist keine Schaufel, das ist ein Ruder. Und der Mann fragt, was ein Ruder? Was soll das sein? Was ist ein Ruder? Und da weiß Odysseus, dass er dort angelangt ist, wo die Menschen nicht wissen, was Schiffe sind. Und dort rammt er das Ruder in den Boden und denkt sich, na gut, das habe ich getan, was Teiresias mir gesagt hat. Und nun werde ich mich auf den Heimweg machen. Und er lässt sich Zeit, es ist so schön, allein zu sein, so allein dahin zu gehen. Etliche Jahre sind wieder vergangen. Und da kommt er im Land der Desproter vorbei. Und im Land der Desproter herrscht die Königin Kallidike. Die Kallidike ist keine junge Frau mehr. Sie ist eine schöne Frau, aber eine gereifte Frau. Sie ist allein, sie ist Witwe, ihr Mann ist gestorben. Sie ist sehr zurückhaltend. Sie nimmt Odysseus auf. Sie weiß, wer er ist. Der Ruf des Odysseus ist um die ganze Welt gegangen und sie möchte von Odysseus ein Kind. Und sie sagt ihm das auch. Sie sagt ihm, ich möchte, dass du der Stammvater einer Dynastie wirst. Oh, das schmeichelt dem Odysseus. Der hat ja diesen Komplex, diesen bürgerlichen Komplex, dass er selber keinen Stammbaum hat. Der hat sich ja in Troja zu einem Parvenu gemacht, indem man den Stammbaum zurückerfunden hat, teilweise auf sehr schäbige Art und Weise, ich habe es letztes Mal erzählt. Das macht ihn besonders stolz, dass diese Königin Kallidike ein Kind von ihm will. Und er schläft mit ihr. Und Kallidike bekommt einen Sohn, Polypoetes. Und dann kehrt Odysseus nach Hause zurück und nun will er ein ruhiges Leben führen. Keine Reisen mehr. Keine Frauen mehr, nur bei seiner Gattin Penelope, bei seinem Sohn Telemach. Und er wird ein alter Mann. Und er geht am Strand spazieren, das ist sein Liebstes. Und er geht immer barfuß spazieren, das hat ihm schon den Ruf eingebracht, König ohne Schuh. Und so geht er spazieren am Strand
Und da kommt ihm ein junger Mann entgegen. Und dieser junge Mann sagt zu ihm, kannst du mir helfen? Und Odysseus sagt, ja, was wünschst du? Ich möchte mit dem König dieses Landes sprechen, sagt der junge Mann. Odysseus sagt, ich bin der König dieses Landes. Der junge Mann schaut ihn an und sagt, du kannst nicht der König dieses Landes sein. Denn ganz egal, wie groß oder wie klein dieses Land ist, niemals wird ein König auf seinem eigenen Land barfuß gehen. Ich schon, sagt Odysseus. Wer bist du? Und dieser junge Mann sagt, ich werde dir nicht sagen, wer ich bin. Ich werde es nur dem König sagen, dem König von Ithaka. Dieser König ist nämlich mein Vater. Da lacht Odysseus. Er weiß nicht, wer dieser junge Mann ist, dass dieser junge Mann eben Telegonos ist, der Sohn der Kirke. Kirke wollte ihren Sohn nicht ziehen lassen. Eine Zauberin ist sie, eine Hellseherin ist sie. Sie hat zu ihm gesagt, wenn du deinen Vater kennenlernen willst, dann lerne ihn kennen aus meinen Erzählungen. Denn wenn du ihm wirklich begegnest, so wird das Unheil zuschlagen, über dir schwebt der Orakelspruch, dass du deinen Vater töten wirst. Aber der Telegonos, der hat sich nicht abhalten lassen, er hat sich auf den Weg gemacht. Ein arroganter, junger Mann, der von einer arroganten, starken Frau erzogen worden ist. Nun steht er seinem Vater gegenüber, er kennt ihn nicht. Der Vater erkennt ihn auch nicht. Aber er glaubt nicht, dass dieser barfußgehende Mann hier der König von Ithaka ist. Und es kommt zum Streit zwischen diesen beiden. Dieser Streit erinnert uns an den Streit zwischen Ödipus und Laios. Telegonos fährt diesen Mann, diesen barfußgehenden Mann an. Er bekommt eine ruppige Antwort von Odysseus. Es kommt zu einem Handgemenge und da zieht Telegonos seinen Speer. Und dieser Speer hat eine Spitze von einem Stechrochen. Und er trifft mit diesem Speer den Odysseus und er verwundet ihn ganz leicht. Er ritzt ihn nur. Aber diese Spitze des Speeres ist vergiftet. Ich weiß nicht, mit was für ein Gift. Es wird nicht Moly sein, was für ein Kraut ihm das seine Mutter mitgegeben hat. Und an dieser Verletzung stirbt Odysseus einen sanften Tod. Auch das hat ihm Teiresias vorausgesagt. Er wird einen sanften Tod sterben, der aus dem Meer kommt. Diese Spitze des Rochen. Und das ist das Ende des Odysseus.